Und damit ein Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei mich auf Kanal. Immer noch zu Besuch der Wiesel. Ja, wunderschönen Abend. Ihr seht, ich habe mal den Schwader gemietet. Wiesel ist parallel noch am Dreschen. Jetzt mache ich dir mal ein bisschen Druck. Hey. Kein Druck, ne? Kein Druck. Nein. Und sehe gerade, dass ich bald mal mit dem Case an die Werkstatt an die Werkstatt ran muss. Ja. Kein Druck. Nein. Wieselchen, irgendwelche Ideen, worüber wir mal quatschen können? Gute Frage. Also jetzt so spontan fällt mir gerade auf der Schnelle gerade nichts ein. Lass mal überlegen, vielleicht fällt mir gerade noch was ein, irgendwie. Aber jetzt gerade so habe ich gerade nichts parat. Das ist gut. Das ist, ja, nee. Ja, worüber könnte man quatschen? Naja, das ist... Nein, das ist, SM, ja, SM. Ja, immer gut, einen Satz mit zu Beginn. SM, M. Ja. Also, optimal. Auf jeden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob die Leute wieder so typisch Hashtag Pannensituationen machen, weißt du? Mhm. Den letzten Hashtag aus der Pannensituation, den habe ich ja vorgeschlagen. So. Ach so. Hashtag typisch Sandy. Mhm. Ja. Aber wenn ich das so eben zum Schluss der Folge gesehen habe, also zur Montagsfolge, ist mir auch schon wieder so eine Kleinigkeit passiert. Ich bin mal gespannt, ob die Leute selbst was draus machen. Wäre okay. Schön, wenn man die Leute so ein bisschen animieren könnte. Tja. Kennst du ja. Ja, zur Genüge. Ja. Ich meine, welche Folgen sowieso immer gut geguckt werden, wenn du irgendwas Anstößiges quasi, oder was heißt anstößig, die Realität schreibst, aber es sich anstößig liest. Genau. Wie die Folge von mir eine Runde spritzen. Ja. Die Wortwahl zu Tode geklickt. Ja, also für meine Verhältnisse. Das glaube ich. Also für meine Verhältnisse wurde die echt zu Tode geklickt. Wer weiß, was die Leute wieder da gedacht haben. Ja. Das ist also wirklich. Das also das können eigentlich keine Leute gewesen sein, die öfter reinschauen. Nee. Weil die wissen, was für ein Content angeboten wird, dass mein Content eigentlich familienfreundlich ist. Es sei denn, es ist ETS und ich reg mich wieder auf. Oh ja. Dann kriegt Wiesel wieder einer seiner Lachkämpfe. Ja. Obwohl, mittlerweile ist es ja seltener geworden, dass wir mal ETS fahren. Ja. Das sollten wir auch mal wieder. Ja, das stimmt wohl. In Angriff nehmen. Das stimmt schon, das ist echt seltener geworden. Mhm. Ah, generell, wir haben mal mehr miteinander gespielt, sag ich mal. Das hört sich ja, jetzt falsch an. Das wollte ich auch sagen, das war jetzt 100 Punkte. Ja, das war mindestens 100 Punkte wert. Aber mindestens du. Ja. Also machst du mich mit deiner Kurvenfahrerei hier, Jeck, du. Mensch, kannst du nicht geradeaus fahren? Nö. Geradeaus kann doch jeder. Mensch, wird Zeit für GPS, dann würdest du geradeaus fahren. Ja. Dann ja. Schwere Anschuldigung, mit GPS die Kurve fahre ich nicht. Der nächste steht dann bei dir unter den Kommentaren. Sandmann hat nicht gedisst. Das wär's. Ja.
Das wär's dann wirklich. Beef zwischen Sandmann und Wiesel. Also, wenn immer so weit kommt, ne? Ja. Dann schmeiß ich mich weg. Ja. Nein, ernsthaft, dann werfe ich mich weg. Und quasi, was ist los auf YouTube? Wiesel und Sandmann fetzen sich. Heute live. Geil. Ich kann nichts dafür, ich bin so. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir für nächste Woche Themen vorgeschlagen kriegen. Das wäre auch schön. Solange es keine Politik ist, da werde ich nicht drauf eingehen. Oh nee, danke. Politik ist ein gefährliches Pflaster als Let's Player. Oh ja. Sehr gefährlich. Mensch, Wiesel. Mensch, Daniel, was denn? Fahr doch mal geradeaus. Nee. Nein, ich will nicht. Da geht der Beef schon los. Da geht es schon los. Ich lese es bald in der Bravo. Vor allem in der Bravo. Okay. Ja. So weit sind wir schon. Ja. Wenn das irgendwann kommt, dann muss ich ausflippen. Ja. Die Bravo verbessert ihre Einschaltquoten. Mit YouTube-Geschichten. Oh, boah, ich glaube, das wäre der Moment, wo ich dann echt, nee. Und mir fällt gerade auf, ich sollte Trecker tauschen. Ja. Den hier von Ladewagen hängen. Nee, also, boah, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich die Folge nenne. Oh je. Wir labern Scheiße beim Arbeiten. Irgendwie sowas. Naja, wenn man es Arbeiten nennen kann. Ja. Ja. Also die Maschinen laufen ja, also von daher ist es Arbeit. Ja, ne? Also doch. Irgendwie sowas ist es. Ja. Also, ich habe hier schon Slalom-Parcours aufgestellt, je nachdem wie du dran fährst. Fällt mir gerade mal auf. Na, wo fährt er denn, unser Kurvenmeister? Ja, hier. Das siehst du mich nicht. Ja, du verschwindest, das Geld, das verschwimmt so im Hintergrund. So, ach so. So ganz erotisch. Nein, ich kann nichts dafür, ich bin so. Hm, schön. Ja. Nein. Ja, irgendwie schon, aber eigentlich nicht. Ja. Boah, Hilfe. Hilfe, Mutter Maria. Was verwendest du eigentlich so für Mods in deinem Let's Play? Boah. Das war doch jetzt mal ein krasser Übergang, oder? Ja. Hashtag Übergangsprofi. Ja. Da fasste mich jetzt aber auf keinen Fuß. Gott. Ich wusste, dass ich dich damit erwisch. Ja. Ich wusste es doch ganz genau. Ich habe Mods drin, ja, aber echt? Nicht einer? Nicht einer, Wiese? Nein. Boah, jetzt bin ich enttäuscht. Gerade jetzt irgendwie nein. Irgendwie da, nee. Boah, da habe ich dich aber ganz trocken erwischt. Da hast du dich aber jetzt wirklich erwischt. Also das war mies. Das ist gern geschehen. Ich kann doch nicht immer als Einzigster hier so doof aussehen.
Ich wusste ja, dass ich kriege. Ja, ich weiß. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Oh, wow. Yo, ich bin voll, würde ich sagen. Das war jetzt fast so was wie eine linke Nummer von mir. Ja, aber auch nur fast. Ja. Aber nur fast. Ach, du bist voll? Ja, ich komm. Ja. Oder bist du schon auf mich? Okay. Wiesel! Hier! Ja. So war das jetzt nicht gemeint. Ey, guck mal, kaum geerntet, schon hast du wieder Unkraut. Krinte da. Ja, das sag ich ja. Das ist Wahnsinn. Ach so, ich hab übrigens die Saatbett-Kombi, ne? Die 3 Meter aber. Mhm. Ohne Fronttank. Ach so, die lässt dich wirklich viel angenehmer fahren, ne? Naja, ne? Zeig ich dir. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so viel merkbarer Unterschied im Fahren ist. Hm. Und mein Mannequin hat heute Morgen Kaffee zu viel. Ach so. Also das Unkraut, das wächst ja schon schneller wie ich ernte. Ja. Soll ich jetzt Herbizide drüber klatschen oder erst wenn gesät ist? Das gibt's doch nicht. Also ja, sieht gut aus. Schön grün. Ich hab die Fliege verpasst. Ach ja, die kleine Fliege. Ja. Ach so, ich wollte mal nachgucken, ich muss den Case austauschen. Tatsächlich gegen eine Mittelklasse. So leistungstechnisch zumindest. Ja, morgen. Ne, 170 PS. 175 PS, das reicht mir auch nicht. Ja moin, für 280 PS wäre nur 211.000. Mhm. Nur. Ja, nur. Ne, ich bin mal gespannt, ob die Leute echt mitmachen, vor allem mit diesem Spendesystem, was ich wieder eingeführt habe. Mhm. Und, ja. Ich meine, die Leute dürfen mir nicht böse sein, wenn ich die Traktoren dann je nachdem auch austausche oder mit vergrößere, weil ich kann, du kannst, wenn du jetzt 12 Traktoren gespendet kriegst, kannst du keine 12 Traktoren behalten. Nee. Obwohl ich versuche, die Traktoren mindestens eine Folge lang zu behalten, mit denen zu arbeiten, wenn genug Leistung anliegt. Obwohl da 120 PS auch ein bisschen niedrig angesetzt sind, sind wir ehrlich drin. Ja. Also ich schätze mal, dass ich reinschreibe bis 200 PS. Mhm. Damit auch gearbeitet werden kann. Trotz Größe, sag ich mal. Weil, was willst du sonst damit? Ich will die Traktoren von den Leuten ja nicht nur, sag ich mal, oder wenn sie welche spenden, nicht nur dafür haben zum Verkaufen. Das ist richtig. Sondern auch, um damit zu spielen. Wer weiß, vielleicht sagen die Leute ja auch, sie spenden mir ein Schaf. Mm. Das wäre zwar blöd, ohne Schafstall mir ein Schaf zu spenden, aber... Ja, das wäre... Naja. Echt kontra. Nicht unbedingt für die Leute blöd, aber für mich in dem Moment. Naja, für dich definitiv. Oder sie spenden mir ein Huhn. Das hat nicht viel zu tun. Ja, das legt nur jeden Tag mal. Und sonntags auch schon mal zwei. Ja, genau. Naja, aber ich denke mal, das ist irgendwo eine sinnvolle Art, die Leute mit einbringen zu können. Mhm. Wenn sie denn sich einbringen lassen. Oder möchten. Ja. Oder möchten. Ja. Aber ich denke mal schon. So bis 200 PS kriegst du auch Kleinklasse-Traktoren.
mit Konfiguration. Ihr dürft nämlich auch die Kisten konfigurieren. Voraussetzung ist halt wirklich die PS-Klasse. Das ist das einzigste Einschränkung für euch. Ihr könnt sagen, du kriegst von mir einen kleinen Valtra mit, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel PS er hat, mit 10 PS, total untertrieben, in Pink. Aber guckt euch bei euch im Game die Namen der Farben bitte an, dass ihr mir die Farben mit reinschreiben könnt. Ich denke mal, ich mache so eine Art Muster, denke ich, einfach mal in ja. Ich denke mal, ich mache euch ein Beispiel in der Videobeschreibung rein. Oder als ersten Kommentar so ein Beispiel, wie das aussehen kann, wie es dann für mich auch am einfachsten ist, das so umzusetzen, wie ihr euch den Traktor gedacht habt, dass ich ihn erhalte. Schweres Wort Deutsch. Schweres Wort Deutsch. Ach ja. Nee. Nee. Kommt aber gut dort runter, ne? Ja, ganz schön, ne? Also wenn ich bedenke, dass die zweite Fuhre Stroh, die ich jetzt wegbringe. Siehst du, ne? Und das Unkraut wächst und wächst. Und das Unkraut wächst und wächst. Hui. Hui. Wiesel, hast du denn schon überlegt, was du in der nächsten Folge machen möchtest? Zur Auswahl steht auf jeden Fall Düngen und noch was anderes. Quasi die Kombi, weil Düngen brauchst du ja nicht lange. Oder Ansehen. Boah, ich denke mal, ich werde wo Ansehen gehen. Okay, du bist irgendwie voll der Saatfanatiker, kann das sein? Ja. Ja. Aha, du bist ein Sämaschinen-Nazi. Ja. Ja. Fußfetischist und Säbelmaschinen-Nazi. Das ist eine fiese Kombi. Oh ja. Achso, wenn ich die Pickup runterlasse, ne, funktioniert das auch. Ja. Scheiße. Dafür ist sie da. Hep. Hep. Und Hep. Hep und Hep und Hup. Brauchst du einen Anhänger? Ja, gleich. Dann fahre ich die Bahn hier noch rauf, weil da muss ich sowieso warten, weil ich weiterschwaden müsste. Manches Skinner. Manches Skinner, so. Weil im Moment habe ich nur einen Mitteltraktor mit 270 PS. Ist aber auch irgendwie der einzigste, der fast alles ziehen kann. Weil ist der einzigste, der vor den Ladewagen passt, war der einzigste, der vor dem Flug gepasst hat. Und wird der einzigste sein, der vor die Sämaschine passt, die ich mir holen will. Ja, ich will die 9 Meter Federstärke selbst Direktsaat. Ach so. Anschaffen schon mal. Ich meine, noch habe ich die Flächen zwar nicht für dieses Gerät, aber die kommen ja. Naja. Und dann habe ich das Gerät schon mal wenigstens passend. Aber ich merke wohl, auf dem Bremspedal ist so was, ne? Der Bremsdruck ist nicht optimal gesteuert. Den können wir mal erhöhen. Dide, mach die Schraubenzirkel. Ich komm rein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-da-dum-di-dum-di-da. Tralala. Hast du jetzt genug geschissen? Ja. Gut. Ja, war nicht drin. Oh, Mist, Tuk-Tuk. Ja. Habt ihr gehört, er hat sich ausgeschissen. Aber volle Gönne.
voll die Kanüle, du. Ja. Ein Hänger ist ja schon voll, das. Ja. Ja, also ich bin erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es fehlt ja doch recht viel von dem Feld, ne? Ja. So an Hofarbeitung, aber für den Hof habe ich jetzt erstmal reichlich Platz. Wage ich zu behaupten. Das klingt doch gut. Ja, überleg mal da unten, dann kriege ich da bestimmt noch eine Maschinenhalle auf zwei hin, dann könnte ich da noch die Schafe hinpacken, wenn ich lustig wäre. Wenn du das wolltest, ja. Hui! Hui! Ich geb mal Gas. Ja, ja, und hab Spaß. Ich geb Gas, da, 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 da. Irgendwie hab ich jetzt ein Ohrwurm. Siehste. Gern geschehen. Ich bedanke mich herzallerliebst bei dir. Ja. Immer wieder gerne. Na. Das Pferd wird. Geil. Oh ja, lass mal. Und zur Strafe gehe ich gleich in meine wohlverdiente Raucherpause. Ach so. Gut, gut. Dann kannst du auch gerne noch was zu trinken holen oder was auch immer du da machen möchtest. Das klingt gut. Das klingt. Weil wir sind fertig. Oh, echt? Schon wieder? Jo. Krasse Scheiße da. Ja, echt. Ich würde sagen, dann nur noch tschö mit Öl. Übergebt ja. Nochmal an das Wiesel. An das Wiesel. Ja, ja, auch von mir nur noch schön, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und natürlich freuen wir uns aufs nächste Mal, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, dann auch von mir nur noch ein Ciao, bis demnächst.